You turn our pillow talks into trial, and our bedroom into court. And I punish you with silence, and you pin me down with 100 words. And I know that you're mine, and you know that I am yours. But still we fight with fire and burn up behind closed doors. And hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Songlines. Mein heutiger Interviewgast ist Emily Roberts. Geboren und aufgewachsen in Hamburg, lebt sie mittlerweile in Berlin. Entdeckt wurde ihr Talent bei einem Musikwettbewerb. Doch bevor wir uns jetzt ihrer Karriere widmen, wollte ich vorher noch gerne von ihr wissen, wie sie ihre Liebe zur Musik entdeckt hat. Von Tag 1 würde ich sagen, mein Vater ist Musiker. Und da würde ich sagen, es liegt im Blut, in der Familie. Ich war schon immer von Musik umgeben und dass ich selbst aber wirklich... Nee, ich habe schon auch ganz als Kind schon zur Gitarre gegriffen. Aber so richtig schreiben, eigene Songs, das mache ich, glaube ich, seit ich 15 bin. Dein Vater ist auch Musiker, du hast es gerade eben schon erwähnt. Inwieweit hat er dich geprägt? Was hat er dir so mitgegeben? Mein Vater hat mir gar nicht meine erste Gitarre geschenkt. Was soll das eigentlich, oder? die habe ich mir von meinem ersten Gehalt beim Theater, habe ich mir eine eigene Gitarre gekauft. Aber ich glaube doch, vielleicht habe ich auf einer ganz alten von ihm angefangen zu spielen. Und dann hat er mir ab und zu mal eine Gitarre geschenkt, eine alte von sich. Ein Capodaster. Die Dinger verliert man eigentlich immer irgendwie. Aber ich habe tatsächlich einen von ihm. Das Ding habe ich seit 100 Jahren ungefähr schon. Und klar, ich war immer früher auf Gigs von ihm und habe ihm immer dabei zugeschaut, wie er gespielt hat. Fand es immer cool. Und da habe ich das erste Mal so ein bisschen Bühnenluft geschnuppert durch meinen Vater. Wie merkt man das, dass man singen kann? Merkt man das selber? Denkt man sich, oh, hört sich gut an? Oder sagt so das Umfeld, du klingst ganz gut? Also erstmal hat sich das ganz, ganz lange überhaupt nicht gut angehört, ne? Also ich glaube, ich habe halt schon, also seit ich sprechen konnte, dann auch immer irgendwie gesungen, ne? Und immer auch mitgesungen bei meinem Vater und auch das Radio immer mitgesungen. Und ich hatte mein allererster Freund, den ich mit 13 hatte, voll früh, ey. Aber ich hatte einen ganz tollen Freund mit 13 und der hatte eine Band und ein Tonstudio im Keller. Ne? Mhm. Und irgendwann meinte er, Emmy, komm mal mit jetzt, wir machen jetzt mal irgendwas. Und dann war, ich weiß noch, wir haben, er konnte richtig aufnehmen da schon, ey. Und dann haben wir ein Cover von Katy Perry, Thinking of You, haben wir aufgenommen, wo ich so an super schlecht Gitarre gespielt. Und da habe ich halt das erste Mal auch so richtig mir selbst danach zugehört und dachte so, Heidewitzka, ey, zum Glück hört das keiner. das war doch schon ein bisschen grauenhaft auf jeden Fall. Also man erkennt irgendwie, dass ein Potenzial da ist, eine gewisse Farbe. Aber es hat wirklich lange gedauert, bis ich Töne getroffen habe. Also ich saß nach der Schule oft einfach in meinem Zimmer und habe mit Kopfhörern am Computer mir halt selbst zugehört beim Singen, wenn ich den ganzen Katalog rauf und runter gecovert habe. Und habe dann immer wieder zurückgehört und immer gemerkt, ah, okay, das hast du nicht getroffen, das musst du nächstes Mal besser machen und habe mir das dann so quasi selbst beigebracht. Du hast ja auch mal Theater gespielt, ist Schauspielerin, der Beruf, ist das noch so ein Ziel für dich oder sagst du, nee, Musik reicht? Also Schauspielen ist was ich immer wieder machen würde. Ich habe das, also lange Zeit war das total gleich auf. Also ich habe vor allen Dingen immer gesagt, ich werde Schauspielerin, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, dass ich Sängerin werde, weil dann hätte ich das beweisen müssen, weißt du. Und da war ich einfach noch nicht gut genug zu dem Zeitpunkt. Aber das Singen war halt immer wirklich so eine unfassbare Leidenschaft, was ich immer machen wollte. Und das Spielen auch. Und ich hatte sehr großes Glück, dass ich einfach anständige Rollen bekommen habe, obwohl ich so jung und so unerfahren war. Habe ich halt ganz ohne Schauspielschule. Meine erste Bühne war im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Und da habe ich mir eine Rolle geteilt, so eine Kinderrolle. Und das war der Hammer. Und dann habe ich 2013 mit 19 direkt, also während des Abis, die anderen sind alle auf Abifahrt gefahren, irgendwie nach Lorette Mar oder so, und ich habe Text gelernt und habe Theater gespielt in Bad Hersfeld. Und das war halt super krass. Und da dachte ich so, okay, cool, vielleicht, also das möchte ich auf jeden Fall machen.
Nur exakt zur gleichen Zeit habe ich in Hamburg auch bei einem Musikwettbewerb mitgemacht und wurde danach halt direkt gesigned. So, ich habe das Ding nicht gewonnen und wurde nicht deswegen gesigned, aber da hat mich halt ein Produzent dann gesehen, den kannte ich vorher schon, ich habe den da eingeladen, war so, ey, guck dir das mal an, was wir hier machen. Und der hat mir einfach direkt einen Plattenvertrag gegeben, ne? Und dann war es so, okay, das Spielen ist erstmal auf Eis gelegt, ich werde jetzt erstmal nur Mucke machen. Und das habe ich jetzt gemacht, das Album ist da, nach 100 Jahren. Und jetzt bin ich total offen, wieder zu spielen, aber ich verfolge das nicht aktiv. Also mir fällt vieles oft in den Schoß, muss ich zugeben. Ich bin irgendwie so ein Glückskandidat. Und wenn mir eine Rolle angeboten wird und ich die cool finde, dann würde ich die auf jeden Fall nehmen. So, dein erster Tag im Studio, nachdem du so den Plattenvertrag angeboten bekommen hast, wie war das? Boah, da hatte ich Angst. Hatte ich Angst. Vor allem ist halt ein krasses Studio, in dem ich aufgenommen habe in Hamburg. Und da hängen goldene Schallplatten an der Wand. Und ich wusste, wer alles schon durch diese Flure gelaufen ist. Mhm. Das war krass. Also Lauryn Hill hat da im Studio aufgenommen, Eminem war da, Mariah Carey war da. Und das ist halt so, okay, krass, jetzt bin ich da, hallo. Und das war heftig und ich war super, super schüchtern. Weil professioneller geht's nicht. Also ich habe nicht in einem kleinen Schlafzimmer angefangen, sondern in einem Megatonstudio. Und war ich sehr, sehr still, habe mir alles angeguckt. Aber dann irgendwann wird das halt auch wie ein Zuhause für einen, ne? So, deine Songs, die du schreibst, gibt's da so eine bestimmte Message, die du darüber mitteilen möchtest? Ich würde sagen, das ist immer wieder anders. Immer wieder anders. Ich schreibe tatsächlich sehr viele Liebeslieder. Und da ist auch klar immer was dahinter. Ich möchte vor allen Dingen Leute bestärken. Ich habe einen Song, der heißt Green Eyes. Und der ist zum Beispiel, manche denken, das ist ein Liebeslied irgendwie für einen Kerl oder so geschrieben. Überhaupt nicht. Sondern den Song habe ich geschrieben, weil ich so eine Klassenkameradin hatte. Und ich habe die immer verteidigt. Die wurde ein bisschen gemobbt bei uns in der Klasse. Und ich habe die immer verteidigt und war so, ey, so, wenn ihr lästern müsst, so, es tut mir leid für euch, macht ruhig. Wenn ich dabei bin, wenn ich im Raum bin, sagt ihr kein Wort. So. Und hört jetzt auf, ihr seid alle selbst doof. Habe mich für die echt immer weit aus dem Fenster gelehnt, die voll verteidigt, weil ich sie als meine Freundin, ich dachte, sie wäre eine Freundin von mir. Und dann waren wir auf Klassenreise und die ganze Gruppe musste auf uns warten. Wir waren so ein bisschen zu spät in unserer kleinen Gruppe, so eine gute Stunde. Und dann wurde denen langweilig und dann hat sie vor der ganzen Klasse über mich gelästert. Sie ist aufgestanden und hat vor der ganzen Klasse sich über mich lustig gemacht. Ja, über die einzige Person, die sie in dieser Klasse vor den anderen laut verteidigt hat. Und dann habe ich, anstatt böse zu werden, habe ich Green Eyes geschrieben, weil sie Komplexe hat, weißt du, weil sie Angst hatte, dass sie nicht genug ist, irgendwie, dass sie nicht die Schönste, nicht die Talentierteste ist, was auch immer. Sie hatte immer Angst und dann hat sie, glaube ich, auch aus diesen Komplexen heraus über mich so gelästert. Und ich dann in diesem Song geht es darum, dass ich sage, ey, hast du nicht nötig? Du hast es nicht nötig, irgendwie mich schlecht zu machen, weil du alles hast, was du brauchst, um glücklich zu sein, um happy zu sein mit dem, was du bist. Und das ist eine sehr, sehr, also ich finde es eine schöne Message für junge Mädels vor allen Dingen, dass wir uns nicht gegenseitig runtermachen sollen, sondern dass wir uns gegenseitig hochziehen sollen. 2016 hat Lidl deinen Song Santa Clara für seine Weihnachtswerbespots benutzt. Wie ist das, wenn man so vorm Fernseher sitzt, man sieht diesen Spot und denkt sich, hey, da singen gerade die verschiedensten Menschen in 26 verschiedenen Ländern. Wie ist das? Also wir haben den Song für Lidl geschrieben. Deswegen wusste ich direkt, dass das, ne, also ich habe den auch gar nicht geschrieben. Ich habe die Lyrics nicht geschrieben. Das ist der einzige Song, den ich nicht geschrieben habe. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Freunde von mir haben das produziert und es war halt eine super lustige Nummer. Ne? Es ist ja komplett anders als das, was ich sonst mache. Aber ich dachte, ey, das machen wir jetzt, das ist witzig. Und das war natürlich der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn. Also ich habe ja nichts Vergleichbares vorher gemacht. Ne? Es war eine kleine EP draußen, kein Album, nichts. Und dann kam auf einmal dieses Riesending international und aus allen Ländern Europas haben mir Leute Nachrichten geschrieben und so, ey, das ist so cool, du bist so cool und Santa Clara ist so cool. Und das war heftig.
Das war auf jeden Fall krass. Wenn man so in der Öffentlichkeit steht und man bringt Songs raus, das finden manche Leute super. Andere können jetzt zum Beispiel mit der Musikstilrichtung nichts anfangen. Wie reagiert man so, wenn auch mal Kritik kommt? Ja, gerade bei Santa Clara hagelte es ja an negativen Kommentaren. Da haben also vor allen Dingen manche Männer sich, glaube ich, sehr auf den Schlips getreten gefühlt. Aber also das tat mir sehr, sehr leid für die Person, die da solche teilweise so Hassnachrichten drunter geschrieben haben. Wer sich durch so einen Song persönlich beleidigt fühlt, hat echt ein Problem. So. Aber klar, ich glaube, egal was man macht, es wird immer Kritik geben. Also auch selbst wenn du ja Charity machst und wirklich super selbstlos, werden immer wieder Leute sagen, oh, du machst das nur für dein Ego oder so ein Mist, weißt du? Und das ist ein Gedanke, da muss man sich direkt von verabschieden. Man darf sich nicht vergleichen mit anderen, man darf nie auf Hater hören. Also ich höre mir sehr gerne Kritik an, konstruktive Kritik, mit der ich arbeiten kann, habe ich immer ein offenes Ohr für. Aber so undifferenzierte Hasskritik, also ja, okay, also wer es nötig hat, auf YouTube zu haten, der soll das machen, bitte. Knock yourself out. Du singst auf Englisch. Gibt's so mal die Richtung, auch mal auf Deutsch zu singen? Gibt's das? Nicht wirklich. Ich bin ja halb Engländerin, halb Deutsche. Mein Papa ist Engländer. Und ich spreche tatsächlich in meinem Alltag auch sehr, sehr viel Englisch. Ich habe irgendwie den Hang dazu, mir irgendwie immer internationale Freunde zu suchen. Mhm. Deswegen wird dann zu Hause wurde immer sehr viel Englisch gesprochen. Und Ich habe auf Deutsch angefangen zu schreiben. Ich habe so eine Handvoll Songs, die sind deutsch, aber alles, was jetzt natürlich rauskommt, ist Englisch. Mhm. Und deswegen, da kann ich gar keine, vielleicht habe ich irgendwann mal Bock darauf. Aber momentan Englisch. Strebst du dann auch so eine internationale Karriere an? Ja, das ist natürlich der Traum. Ne? Also der deutsche Musikmarkt, da passiert gerade irgendwie viel Deutsches, ne? Und ich liebe alle meine Mädels, meine Freundinnen, die deutsche Singer-Songwriterin sind. Ganz toll, aber die sollen das mal machen. Ich kümmere mich um den englischen Bereich und soll mich das bitte auch ins Ausland führen. Also ich supporte sehr viel Künstler momentan irgendwie. Ich weiß auch nicht, es passiert einfach so, dass ich viele Künstler supporte. Und das sind halt alles sehr, sehr viele Briten. Mit Tom Grennan war ich auf Tour und Sam Fender habe ich jetzt gerade supportet und das ist einfach, das ist eher mein Zuhause. Also die Bands sind alle so super und ich würde gerne auch mal mit drüber über den Teich. Hast du denn noch so einen Traum, wo du sagst, zum Beispiel so eine Traumlocation, wenn wir jetzt mal groß gehen, Madison Square Garden, sagen ja viele Künstler, wenn ich da mal auftreten würde, das wäre der Burner. Was ist es bei dir? Natürlich, natürlich. Die ganzen großen Hallen der Welt, klar. Ne? Aber was für mich jetzt zum Beispiel gerade erstmal reicht, ich komme aus Hamburg und ich bin in Hamburg aufgewachsen und ich bin jetzt abgehauen. Und was ich gerne machen möchte, ist nach Hamburg zurückgehen und dann die großen Venues spielen. Weil ich habe in Hamburg gefühlt jede Kaschemme gespielt und jede kleine Bar und jeden kleinen Club habe ich da schon gespielt. Ich möchte jetzt das, weißt du, ein Level höher und dann die großen Läden machen. Also stell dir mal vor, das Docks in Hamburg zum Beispiel. Es muss nicht mal die Barclay sein, die Barclaycard Arena. Das ist mir, also ich möchte gerne intime Konzerte spielen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich wirklich mit den Menschen interagieren kann. Im Docks geht das vielleicht gerade noch so. Wenn du jetzt vor 3 Monaten nach Berlin gezogen bist, was vermisst du denn so an Hamburg? Und was sagst du, ist in Berlin cooler als in Hamburg? Ich vermisse tatsächlich echt nicht viel. Also ich bin auch noch nicht lange da. Ich fahre auch morgen wieder hin. So. Und ich habe immer wieder Gigs in Hamburg, deswegen bin ich immer mal wieder da. Und meine Freunde aus Hamburg, die ich sehen möchte, die sehe ich dann. Ne? Und noch ist Berlin für mich so spannend und so neu. Und ich habe so viele tolle Leute hier kennengelernt, dass ich noch gar keine Zeit hatte, irgendwas zu vermissen. Aber die Elbe. Die Elbe und die Schanze, ich habe 5 Jahre in der Schanze gewohnt und manchmal muss man halt einfach sonntags auf dem Schulterblatt sitzen und Kaipis trinken. Das muss man halt einfach manchmal machen.
dann sind wir auch schon so fast am Ende. Die Show heißt ja Songlines, zu Deutsch Traumpfade. Gibt es so ein Ziel, wo du sagst, wenn ich das erreicht habe, dann sind so alle meine Träume erfüllt? Mein Anspruch an mich selbst jetzt gerade ist, dass ich ein Album oder eine CD, irgendeine Art von Platte, eine Ansammlung von Songs rausbringe, wo ich sagen kann, ey, das ist 100% ich. Das ist mein Baby. Es ist mir egal, wie du es findest, weil ich zu 100% glücklich damit bin. Und daran arbeite ich jetzt gerade. Und wenn das passiert ist, dann ist schon mal ein ganz großes Stück geschafft.